Ross, es hat gerade eben einfach einen Brawler deaktiviert. Warum das Ganze passiert ist und was für krasse Update-Infos Supercell noch veröffentlicht hat, erfahrt ihr im heutigen Video. Viel Spaß! Creator Code? Jo Jonas. Und damit starten wir direkt rein mit einem völlig überraschenden Event, was hier keiner mitbekommen hat. Das ist ein offizielles Brawl Stars Event und auf dem haben sie Ankündigungen für die zukünftigen Updates gemacht. Und das Ganze war in Südkorea. Deswegen haben wir es wahrscheinlich auch nicht mitbekommen. Schaut euch mal das an. Junge, was haben die da aufgebaut? So eine riesige Edgar-Statue und auch vieles mehr. Das Ganze war ein Showdown-Event, ich glaube live dort auch vor Ort. Und soweit ich weiß, wurde es nicht gestreamt, aber es gibt eben einige Aufnahmen mit einigen offiziellen Ankündigungen. Wie zum Beispiel, wir haben ja auch bei der Weltmeisterschaft damals den Brawl Talk und Miko gratis angekündigt bekommen. Aber ich finde, an der Stelle muss man erstmal wirklich Wahnsinn sagen, wie krank das aussieht. Also diese Figuren... genial, wirklich. Und hier wurden die großen News direkt von Frank verkündet. Ihr kennt wahrscheinlich Frank oder der Community Manager von Brawl Stars. Er sagt hier, Frank bekommt ein Rework im nächsten Update. Und es ist auch witzig, dass er auch selber eigentlich Frank heißt. Tatsächlich geht es aber natürlich um den Brawler Frank. Und das ist natürlich krass, denn Frank war über die letzten Jahre schon einer der schlechtesten Brawler. Und hier habe ich ja schon letztens die Info gegeben, was genau überarbeitet wird. Das Krasse bei Frank ist eben, ihr wisst es ja vielleicht, er ist der Brawler mit dem meisten Leben im Spiel und macht auch ziemlich ordentlich Schaden. Aber das wollen sie eben nicht überarbeiten, weil er eben schon mit Abstand am meisten Leben hat und sie die Stats hier schon immer wieder auch erhöht haben im Laufe der Jahre, meinten sie. Und das heißt, sie wollen eher die Mechanics verändern. Also was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte... Gadgets zum Beispiel, Star Powers oder vielleicht ein extra Gear für Frank würde aus meiner Sicht besonders viel Sinn machen. Oder eben dann ändert vielleicht auch einfach seine Ulti. Die große Schwäche von Frank ist nämlich, dass seine Schüsse relativ lange brauchen, bevor sie hier ankommen. Man kann in der Zeit sehr, sehr leicht ausweichen. Das ist zumindest auf dem höheren Niveau gerade das Problem. Und genauso seine Ulti, die braucht auch schon relativ lange, bis sie ankommt. Und man trifft zumindest auf höherem Niveau eigentlich gar nicht. Also wirklich gar nicht. Die Ulti bringt sehr selten Value und dass man die Wände öffnen kann, ist für Frank auch nicht wirklich hilfreich, weil er sich ja meistens eher verstecken will. Also ich denke, das werden sie auf jeden Fall ändern. Vielleicht, keine Ahnung, dass ein Angriff schneller kommt. Oder vielleicht, ich bin mal gespannt. Völlig überarbeiten, dass der Brawler anders wird. Ich denke, ganz krass werden sie seine Angriffe... Wir werden es sehen. Ich denke, ganz werden sie sich verändern. Dazu war hier einfach ein Otis-Skin, ein neuer Unterwelt-Otis-Skin zu sehen. Aber, wie ihr hier seht, das Ganze war gefotoshoppt. Das ging überall viral. Ich soll es eigentlich auch schon reinpacken. Es war gefotoshoppt, schade. Aber, also wenn ihr es vielleicht auch gesehen habt, das war nicht echt. Aber es sah wirklich, man sieht es hier noch, es sieht wirklich sehr echt eigentlich aus. An. Was dagegen aber natürlich echt ist, ist auf der offiziellen Supercell Make-Seite. Wir haben eine neue Skin-Kampagne und zwar für Belle. Submit. Nee, achso, ich wollte jetzt nichts eigentlich einreichen gerade. Ah ja, genau, hier haben wir schon die ersten Vorschläge. Das ist, achso, man sieht es hier noch nicht. Es ist hier sehr, sehr wild, was hier teilweise schon eingereicht wird. Das ist damit sehr krass, wie viele Skins es aus der Community kommen. Wir hatten zuletzt erst Drachenfrucht Mr. P. Der Skin ist schon bestätigt, hat schon gewonnen. Der wird auch ins Spiel kommen. Ebenso wie der Roller Skater Ember Skin. Und jetzt gerade im Spiel haben wir noch den dunklen Samurai Jean zum einen und natürlich auch den Sandy Skin. Die beiden, also Sandy werde ich selber noch auf 1000 Trophäen pushen, also es werden immer mehr Skins aus der Community genommen. Ja, und ich persönlich muss ehrlich sagen, ich finde die Entwicklung eigentlich gut, weil am Ende werden tausende Designer dort mit reingebracht, am Ende bekommen viele Aufmerksamkeit, ich glaube 5000 Euro gibt es auch für den Gewinner jedes Mal und dieser Skin ist zum Beispiel absolut krank. Auch gerade entdeckt, es gibt wieder eine offizielle Umfrage, welcher Spielmodus zurück in Brawl Stars kommt für das nächste Update. Brawl Talk sollte ja wahrscheinlich Richtung Ende Juni kommen, logischerweise, weil er immer Ende Juni bisher kam. Und hier haben wir diesmal nicht die Auswahl für Belagerung. Das enttäuscht mich sehr. Ich denke mal wirklich, es lag daran, dass halt Belagerung, ich glaube, 2 oder 3 Mal jetzt in Folge nicht abgestimmt wurde. Und deswegen haben sie sich entschieden, Belagerung gar nicht erst in die Umfrage zu packen. Mann, ich will Belagerung wieder sehen, egal. Wir haben Volleyball zur Abstimmung mal wieder. Sehr viele feiern Volleyball schon. Wobei einer schreibt auch alles außer Volleyball. Hier ist Sven, der Weltmeister, perfekt. Ja, Volleyball wäre mal wieder ganz originell als Modus. Ansonsten Duelle und Basketball, das sind die 3 Modi, ja, bei denen ihr abstimmen könnt. Ach, das Ganze ist direkt im Spiel gerade schon drin. Das habe ich gar nicht gecheckt. Sekunde mal, das müssten wir jetzt hier auch sogar schon abstimmen können. Dann gebe ich auch hier direkt mal meine Stimme ab. Und auch ihr könnt direkt im Spiel abstimmen. Ich sag ehrlich, ich gehe, glaube ich... Ich will Volleyball mal wieder sehen. So, jetzt habe ich genau das gemacht, was viele nicht wollen. Ich werde aber alle 3 von den Modi nicht so aktiv spielen. Mein Problem bei Duelle ist halt, dass ich immer eher einen Brawler pushe als 3 auf einmal. Aber es ist alles ganz cool. Der dunkle Samurai Jeanskin wurde übrigens mit einem absolut epischen Bild hier released. Man kann aus diesem Bild Stand jetzt noch keine krassen Sneak Peeks erkennen. Also ich sehe jetzt auch nicht, ob sie da irgendwas versteckt hätten. Aber es gibt tatsächlich folgendes Problem. Ich mache es mal hier groß. Ich mache euch ein bisschen leiser. Es gibt keine Soundeffekte beim Skin. Das war ja schon das Problem auch auf dem Dev-Bild. Es war zuletzt auch beim Fenrir Baskin das Problem. Also das ist auf jeden Fall noch ein Bug, der sicherlich bald behoben wird, weil es ist ja sonst auch ein bisschen verwirrend und vielleicht sogar unfair, wenn die Gegner dann auch die Angriffe von Jean mit diesem Skin nicht hören können.
Toll, wie der Bot hier auch aussieht. Ah, und auf der anderen Seite übrigens, der Sani-Skin ist auch released worden, auch mit einem sehr krassen Bild. Hier ist einiges mehr drauf. Wir sehen hinten dran Bonnie zum einen. Und die wird hier so aus dem Bett rausgerissen. Aber ich kann jetzt hier auch, oder auch die User können jetzt hier nichts auf den ersten Blick erkennen, was es irgendwie auf den Sneak Peek hindeuten sollte für zukünftige Updates. Aber ich meine, wir haben ja schon den seltenen Brawler im Loading-Screen versteckt gehabt zuletzt. Ganz wichtige Info auch noch an der Stelle. Wir hatten ja zuletzt die Balance-Änderung für den neuen Brawler Draco. Und hier gehe ich weiterhin von aus, dass der Brawler am Donnerstag rauskommen sollte. Er kam sogar letztens sogar schon Mittwoch raus. Lili kam schon mittwochs raus, warum auch immer. Also es ist sogar die Option, dass der Brawler entweder morgen erscheint im Early Access-Paket oder am wahrscheinlichsten am Donnerstag. Das ist zumindest meine Vermutung, sowas bisher immer. Das wäre genau eine Woche vorm neuen Brawl Pass Plus. Also macht euch bereit. Ich gehe davon aus, dass das Paket wahrscheinlich 30 Euro kosten wird. Sowas zumindest bei Kit. Ich werde es natürlich dann trotzdem kaufen und den Brawl auch direkt dann für euch pushen. Das wird geil werden, da freue ich mich drauf. Zum Thema Frank, wir warten ja weiterhin auf den, König Frank Skin, der weiterhin in den Supercell Store reinkommen sollte. Den habe ich ja schon auf dem Entwickler-Account euch auch schon zeigen können, der wurde ja vor einiger Zeit angekündigt. Bisher haben wir noch nichts im Shop, aber viele erwarten, dass er bald reinkommt. Wir hatten ja schon das erste Skin-Paket. Aktuell haben wir bei mir jetzt Powerpunkte, Münzen, so Angebote, die auch exklusiv sind, die auch nicht im Spiel übrigens sind, immer wieder. Also lohnt sich hier auf jeden Fall auch vorbeizuschauen und denkt natürlich auch gerne an Creator-Code Jojonas, wenn ihr mich supporten wollt. Okay, jetzt wird's sehr krass. In den besten Listen aktuell haben wir weltweit einige Brawler, die komplett krank sind, aber die scheinbar irgendwie problematisch sein sollen. Also passt auf, wir haben zum Beispiel Lili. So, 2500 Trophäen, Platz 1, kann ich jetzt nichts zu sagen, aber das hier ist halt total krank. Wir haben hier Lili und Chuck, 2000 Trophäen und 1740 Trophäen, einfach Power Level 1. Das ist komplett insane. Das ist wirklich komplett insane. Ich weiß nicht, wie die jetzt hier pushen. Fakt ist auf jeden Fall. Und das ist halt wirklich krass. Und da passt auf. Quellen sind übrigens wie immer verlinkt. Es gibt hier einfach 3000 Trophäen-Brawler. Gab es Power Level 1. Was soll man dazu noch sagen? Es ist unfassbar. Und das ist natürlich kein absolut kranker Weltrekord. Oder man kann es jetzt zumindest sagen. Denn wenn wir jetzt in die Ranglisten gehen, das Radezimmer war gerade mal vor 2 Tagen, dann sehen wir, diese Accounts sind weg. Und nur zum Vergleich, Platz 2 der Welt hat 1660 Trophäen. Das ist theoretisch auch möglich, aber mit Power Level 11 wäre das möglich, wenn man total reingrindet, aber nicht mit Power Level 1. Das heißt, ganz, ganz klar, die Leute wurden gebannt. Ich weiß nicht genau, was es ist, also es wird behauptet, dass sie sogar gehackt haben sollen. Kann ich jetzt nicht auf jeden Fall nachprüfen, aber nur, dass euch klar ist, vielleicht die Leute, die die Weltrekorde gesehen haben, diese 3000 Trophäen, Power Level 1 Brawler, haben gecheatet und sind jetzt gebannt worden. Finde ich auch eine sehr, sehr interessante Info. Tatsächlich hatte auch ich vor einigen Monaten das Problem, dass ich hier die ganze Zeit mit Freundschaftsanfragen von einem Bot zugespammt wurde und scheinbar ist das Ganze irgendwie auch zusammenhängend. Ich habe dann am Ende auch zum Beispiel meine Freundschaftsanfragen hier auf ausgestellt. Hier, Freundschaftsanfragen, Block hat trotzdem nicht funktioniert, aber am Ende, ja, scheint Supercell das Ganze hier sehr gut in den Griff bekommen zu haben und macht das Ganze auf jeden Fall, versucht das Ganze natürlich nicht nachzustellen oder irgendwas in der Richtung zu machen, denn wie ihr seht, werden die Accounts gebannt und Supercell unternimmt auch was dagegen, was ich auch echt sehr, sehr wichtig finde. Damit kommen wir zu den großen News. Und zwar wurde zum ersten Mal seit 1,5 Jahren mal wieder ein Brawler deaktiviert aus dem Spiel. So sah das Ganze aus zuletzt, das war bei Bonnie damals der Fall, als es einen ziemlich krassen Bug gab. An der Stelle wieder habe ich bei Ray wieder gefunden, Junge, der hat auch wirklich immer alles, was News angeht. Und zwar sah das Ganze dann folgendermaßen hier im Spiel aus. Also, wenn ihr die Ulti von Bonnie gesetzt habt, passt auf, dann ist dann Folgendes passiert. Also bei der Ulti normalerweise jumpt ja Bonnie einfach und ja, eigentlich passiert nichts Besonderes. Ja. Was ist das? Was ist da? Ich weiß auch gar nicht, was da... Es war halt einfach irgendein... Also das war eigentlich ein kranker Bug. Ah, und dann ist das Spiel noch zusammengestürzt. Also zusammengestürzt, also abgestürzt, wie auch immer. Also das genau ist dann immer wieder passiert, wenn man hier gejumpt ist. Aber das ist halt echt krank. Also ich meine, schaut euch mal an. WTF, wie kann es denn zu sowas kommen? Ich meine, schaut euch mal an, wie viele Zahlen da stehen. Ist irgendwie total viel geheilt, aber hat auch total viel Schaden bekommen. Ja, also auf jeden Fall war es halt irgendein Bug, der dafür gesorgt hat, wenn man mit Bonnie jumpt, passiert das hier und dann crasht halt das Spiel und deswegen mussten sie Bonnie dann einfach entfernen. Was auch irgendwie Sinn macht. So, okay, ich habe den Bug jetzt hier einmal gefunden. Okay. Und zwar muss man dann Ash auswählen, also das Ganze geht eh nicht mehr. Da steht es mal. Also erster Brawler Larry Lowy, zweiter Brawler, egal welcher, dritter Brawler Ash und dann passiert das. Okay. Muss ich aber auch genau in der Reihenfolge auswählen, warum auch immer. Okay. Also es geht es sowieso nicht mehr. Also allgemein nutzt nie irgendwelche Bugs oder Glitches aus. Ganz wichtig. Aber in dem Fall ist er jetzt eh gefixt. Also geht rein, das Spiel crasht. Okay, krass. Also es, ja, es ist nicht so spektakulär, aber scheinbar hat man damit, also wenn ich es richtig verstanden habe, hat er auch geschrieben, dass man das nicht nachmachen soll. Und man hat da sogar scheinbar den Win dann dafür bekommen. Hier, da steht es mal. Nee, okay, nee. Aber... Man kann einfach nicht spielen. Beide können nicht spielen.
lol, man kommt da nicht mehr ins Spiel rein. Oh, okay, jetzt verstehe ich, warum sie den entfernt haben. Rostis, daraufhin mit der direkten Reaktion, Achtung, wir haben die Spielbarkeit vom Ash im Duellmodus vorübergehend deaktiviert, da das Spiel zum Absturz bringen würde. So, und jetzt ist aber folgendes der Fall. Hier. Ash ist komplett deaktiviert. Ich habe ihn aber ausgewählt in der Lobby. Hä? Was? Wie jetzt? Wie habe ich den jetzt ausgewählt? Kann ich jetzt... Verstehe ich gar nichts mehr. Also auf jeden Fall seht ihr grundsätzlich, ne, das sieht schon mal krank aus. Dieser Brawler ist momentan nicht verfügbar. So sieht das Ganze hier nochmal aus. Ich kann nicht auswählen, aber ich habe ihn doch jetzt ausgewählt. Verstehe ich gar nichts mehr. Spielen. LOL, okay, da steht's nochmal. Dieser Brawler ist momentan nicht verfügbar. Versuch es mit einem anderen Brawler. Aber wieso hatte ich den ausgewählt? Ich glaube, ich hatte den durch Zufall ausgewählt, glaube ich, gerade, weil ich ihn als untersten Brawler hatte und den lowesten Brawler ausgewählt hatte. Das heißt, obwohl ich ihn ausgewählt habe, kann ich nicht spielen. Also nicht nur ein Duell. Duell ist ja gerade nicht mehr drin, sondern die haben sich entschieden, ihn erstmal komplett aus dem Spiel zu nehmen. Das geht dann. Ja gut, muss jetzt nicht nachschauen. Ich kann nicht mehr zurückswitchen. Ist das krass, okay. Also das ist auf jeden Fall ein sehr rabiater Umgang mit dem Bug. Aber ja, muss wahrscheinlich sein, dass sie den Bug halt erstmal angehen können, erstmal finden können, woran es liegt, und ihn dann fixen. Und dann kann Ash wieder zurück ins Spiel kommen. Also keine Sorge, der Brawler wird nicht gelöscht werden oder sowas. Aber ja, war halt auf jeden Fall schon mal sehr überraschend, dass man so ein Brawler einfach jetzt deaktiviert ist. Mal schauen, wie lange. Mal schauen, wie lange. Und damit, wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, dann gerne an Creator-Code JoJonas ganz rechts im Shop. Ja, lasst natürlich wie immer gerne ein Abo da, wenn ihr keine weiteren Infos verpassen wollt. Und ansonsten haut rein, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Da ist noch der Abstand verlinkt. Und danke übrigens für alle, an alle, die mich supportet haben beim YouTuber-Turnier. Highlight-Video kommt eventuell noch heute und vielleicht auch noch der Squad-Buster-Stream. Ich weiß noch nicht genau, was heute, aber es kommt noch bestimmt was. Haut rein, ciao.